Da findet irgendeine Feier statt. Ein Kotillion, genauer gesagt. Laut Scotts Einsatzbefehl sollte er sich dort einschleichen. Verkleidet als Dienstbote. Du meinst als Sklave? Wir hätten ihr helfen können. Helfen müssen. Hör mal, ich mach das mit den Zeitreisen jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Und ich habe eine Sache dabei gelernt. Du weißt nie, was die Geschichte verändert und massive Konsequenzen nach sich ziehen kann. Denkst du vielleicht, dass mich das nicht wütend gemacht hat? Aber wir haben hier einen Auftrag zu erledigen. Und wenn wir den nicht durchziehen, dann machen wir vielleicht alles noch schlimmer. Halt einfach die Funkverbindung. Entspannen Sie sich ruhig. Wir werden alle sterben. Sie müssen sich beruhigen. Ich will mich nicht beruhigen. Er war schon bedrohlich genug, bevor er ein lebender Toter wurde. Wieso hat Ihr Serum nicht gewirkt? Das weiß ich nicht. Womöglich braucht die Subkutaninfusion mehr als eine Dosis. Und das fiel Ihnen nicht ein bei der Herstellung des Serums? Dafür habe ich keine irrationale Angst vor Zombies. Meine Angst ist keineswegs irrational, denn er ist ein Zombie. Ich bin ziemlich sicher, dass er betäubt ist. Ziemlich sicher? Und wenn er bewusstlos auf dem Boden liegt, dann müssen wir nur reingehen und es ihm erneut injizieren. Und wenn er das nicht ist, wird er uns ziemlich sicher töten. Und deswegen werden ich und meine irrationale Angst hier in Sicherheit bleiben. Hören Sie mal, Marty. Darf ich Sie Marty nennen? Nein. Sie müssen mir helfen. Denn wenn Sie mir nicht helfen und ich gebissen werde, dann haben Sie es mit zwei Zombies zu tun. Oh mein Gott. Maya, hier ist Jax. Hier im Büro ist nichts. Ich sehe mich mal auf dem Rest des Anwesens um. Oh. Das tut mir wirklich sehr leid, Ma'am. Boy, was hast du da gerade getan? Es tut mir leid, Sir. Du hast die Hand dieser Dame angefasst und sie angesprochen. Nein, Sir, das habe ich nicht. Du nennst mich einen Lügner? Entschuldigung, aber ich nenne sie gar nichts, Sir. Wer bist du eigentlich? Ich gehöre zum Zusatzpersonal. Für die heutige Festivität. Oh. Dir sind die Hausregeln nicht bekannt. Meine Bediensteten wissen, dass sie mir nicht widersprechen dürfen. Das tut mir sehr leid. Wird nicht wieder vorkommen, Sir. Hey! Dreh mir nicht einfach den Rücken zu, Boy. Gibt's ein Problem, Mr. Collins? Nur einer von den Schwarzen, der seinen Platz nicht kennt. Er muss lernen, sich zu benehmen. Diese Zombies, die werden sie alle umbringen. Ich frage Sie erneut. Was in drei Teufelsnamen ist ein Zombie? Das. Den hier und 50 weitere habe ich etwas weniger als eine Meile von Ihrem Lager entfernt gefunden. Ja, richtig. Etwas weniger als eine Meile. Das bedeutet, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben.